Servus Ernst, das erste Qualifying 2020 in Österreich am Red Bull Ring. Wie lautet dein Fazit? Ja, servus Patrick, schön, dass du mich da besuchst herum bei uns auf der ORF-Insel. Ja, das erste Qualifying war eines, das zum einen mit einem erwarteten Resultat geendet hat, zum anderen aber doch überraschend. Also dass Mercedes vorne ist auf 1 und 2, das war zu erwarten nach den Trainingsleistungen, dass allerdings Valtteri Bottas vor Lewis Hamilton ist, mit dem hätte ich nicht gerechnet, aber irgendwie, glaube ich, liegt dem Bottas die Strecken da ganz besonders. Der ist jetzt zum dritten Mal auf dieser Strecke, auf dem Red Bull Ring, auf der Pole Position. Das muss irgendwas ganz Besonderes sein, dass ja, er da vorfindet. Was ist jetzt da wirklich sein Geheimnis? Ist das die neue Freundin, was er hat, oder was ist es? Ja, mit der neuen Freundin haben wir ja schon gehört, das ist eine Australierin, eine professionelle Radrennfahrerin. Mit der hat er auch zum Radfahren, zum Rennradfahren begonnen. Das war sein Trainingsprogramm, auch in den Corona-Wochen und Monaten. Vielleicht ist es wirklich das, dass er jetzt im wahrsten Sinne des Wortes so gut in Tritt gekommen ist, dass er jetzt gleich einmal zum Auftakt den Lewis Hamilton in Schranken weist. Ich hätte damit nicht gerechnet, du? Ehrlich gesagt auch nicht. Wobei, Lewis, kommt es immer ein bisschen auf die Tagesverfassung drauf an. Im zweiten Turn war er natürlich sehr schnell unterwegs. Bottas ist vor ihm ausgeritten. Kann natürlich auch ein bisschen sein, dass ihm das ein bisschen beeinflusst hat. Aber im Großen und Ganzen, also war Mercedes wirklich sehr überlegen, mit dem hätte ich eigentlich nicht gerechnet. Das ist eigentlich die Frage, die ich an dich richten wollte als Formel-1-Fahrer, als ehemaliger Formel-1-Fahrer. Er hat Gelb wahrscheinlich noch nicht gehabt, Lewis Hamilton, weil da war einfach die Zeitspanne zu kurz. Aber gehst du instinktiv ein bisschen vom Gas, wenn du eine Staubwolke siehst, oder bist du als Rennfahrer so fokussiert und so getrimmt, immer auf Vollgas zu bleiben, dass du das wurscht ist, wenn der Staub aufsteigt und du bleibst drauf? Wenn jetzt das Qualifying ist, du musst draufbleiben. Also du hast keine andere Chance, aber es kann durchaus sein, dass es dich einfach ein bisschen beeinflusst, dass du einen kurzen Lupfer oder irgendwas machst. Das kann schon sein. Und am Ende waren es dann 12.000stel Sekunden, die knappste Entscheidung zwischen Startplatz 1 und Startplatz 2, die es jemals gab bei einem Österreich-Kampfrennen. Das stimmt. Ja? Was sagst du über das viel diskutierte Mercedes-Lenksystem? Also ich bin einmal sehr froh, dass das jetzt im Vorfeld, und zwar im frühen Vorfeld, geklärt wurde. Nicht, dass wir dann ein Rennen hätten mit Sternchenvermerk und wir wissen nicht, ob irgendwer hinten auch disqualifiziert wird oder nicht. Also jetzt ist es einmal geklärt. Ich habe es ja grundsätzlich witzig gefunden. Für mich ist es auch ein bisschen die Formel 1, dass dann irgendwer mit so einer James-Bond-Idee kommt. ist ja eigentlich völlig abstrus, dass du was entwickelst, wo du dann währenddessen vorne am Lenkrad ziehst und alles wieder reindruckst. Also ich finde, dass die Formel 1 schon auch für solche Innovationen steht. Irgendwie finde ich es auch gut, dass das dann im Reglement, im Rahmen des Reglements ist. Bin gespannt, ob Red Bull beispielsweise imstande ist, das nachrüsten zu können. Da beginnt wieder der Wettlauf und all das macht die Formel 1 aus. Wie viel es wirklich bringt, das wissen Sie wahrscheinlich nur bei Mercedes. Was mir heute sehr gut gefallen hat, oder was sagst du dazu, speziell das Mittelfeld ist sehr eng zusammen und ich glaube, das wird große Auswirkungen auf das Rennen haben. Morgen wird es noch einmal wärmer werden, das spielt natürlich eine große Rolle, aber was glaubst du, wer da wirklich die großen Verfolger sind? Ja, das ist wirklich schwer zu beantworten und sehr, sehr interessant. Ein lieber deutscher Kollege hat heute schon geschrieben, Ferrari führt das Mittelfeld an, was ja grundsätzlich schon meine Watschen ist für Ferrari, wenn du sagst, sie führen das Mittelfeld an, aber im Qualifying hat sie herausgestellt, dass sie nicht einmal das machen, sondern dass sie eigentlich strampeln müssen, dass sie in diesem wirklich dichten Mittelfeld mithalten können mit McLaren, mit Racing Point, dass sie da überhaupt auf Augenhöhe agieren können. Und dann war auch noch die Runde von Daniel Ricciardo nicht fertig gefahren wegen der gelben Flagge. Auch der hat, glaube ich, das Zeug, da mit Leclerc im Qualifying mitzuhalten. Also das wird ganz, ganz schwierig und natürlich eine sehr, sehr prekäre Situation für Ferrari, die da mittendrin sind in diesem Mittelfeld und weit nicht mehr dabei sind bei Mercedes und Red Bull. Vor allem im letzten Jahr, die waren ja eigentlich nur auf Pole Position. Und jetzt ist er eigentlich 9 Zehntel langsamer, der Charles Leclerc. Und das ist halt schon eine richtige Watschen. Ja, das ist wirklich unglaublich, wie du dich dermaßen dramatisch verschlechtern kannst. Auch die Q2-Zeit von Sebastian Vettel im Vergleich zum Vorjahr war über eine halbe Sekunde langsamer. Also die haben sich wirklich zurückentwickelt. In Wahrheit wissen wir ja, wo der Grund dieser Rückwärtsentwicklung in der Performance liegt. Das ist einfach, weil man das Motorenreglement enger abgesteckt hat. Und es hat sich in Wahrheit schon im Laufe des Saisonfinales 2019 abgezeichnet, dass Ferrari mit diesem enger gesteckten Motorreglement, das sie vielleicht vorher in irgendeiner Grauzone ausgenutzt haben, nicht mehr mit kann. Max Verstappen startet morgen als einziger aus den Top 10 mit der Medium-Mischung.
hat er da einen riesen Vorteil. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat er es ja im Vorjahr auch so angelegt und da ist es ja dann aufgegangen. Er war 9 Runden länger draußen als Charles Leclerc im Vorjahr und hat damit am unglaublichen Schlussspurt das Rennen noch gewonnen. So etwas ist ihm durchaus zuzutrauen. Wir haben uns dann während der Übertragung auch die Frage gestellt, warum splittet Mercedes nicht die Strategie? Sie hätten es in der Hand gehabt, einen eben auf Rot in Q2 zu lassen und einen auf dem gelben Reifen, sprich die Taktik von Red Bull da zu decken. Das wäre wahrscheinlich im Nachhinein die gescheitere Variante gewesen, aber vielleicht tut man sich da schwer, den einen die gute und dem anderen die bessere Strategie zu überlassen. Da hat man wahrscheinlich im Hause Red Bull mit dieser doch sehr, sehr klaren 1- und 2-Position teamintern eine leichtere Handhabe über die Piloten. Dein Tipp für morgen, schafft der Max Verstappen den Hattrick? Schwierig, aber nichts ausgeschlossen. wird ganz interessant zu beobachten sein, wie Mercedes reagiert auf die Taktik von Red Bull. Ich möchte mich nicht festlegen, aber ich sage einmal, nach dem, was wir auf der Single-Lap-Performance gesehen haben, wo Mercedes so haushoch überlegen war, hat Red Bull für mich mehr als das Maximum herausgeholt, denn sie sind langsam auf eine Runde, aber sie haben sich strategisch in eine Position gebracht, dass wir beide uns jetzt tatsächlich die Frage stellen, können sie sogar das Rennen gewinnen? Und das wäre mit dieser Ausgangsposition eigentlich eine Sensation. Ja, dann würde ich sagen, wir freuen uns morgen aufs Rennen, oder? Unbedingt. Das Kribbeln ist da. Schaut's alle zu.